So, und da habe ich dir jetzt natürlich auch. Danke sehr. Da habe ich dir jetzt natürlich auch die Gelegenheit gegeben, dass du mal so ein Thema, was dich irgendwie beschäftigt und was sich durch deinen Alltag zieht, dass du das mal besingen darfst. Das Thema, welches ist das Thema, was mal raus muss bei dir? Also das Ding ist, ich bin so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich bin so ein Kühlschrankkind. Ja, also, oder so ein Kühlschrankmann. Bitte? So, ich habe gerade gefrühstückt und mache schon wieder den Kühlschrank auf und gucke, was da drin ist. Gibt keinen wirklichen Grund, ich habe nicht wirklich Hunger oder so, aber ich könnte dann schon wieder was essen. Bist du so einer, der so Wurst aus der Packung frisst? Ja, definitiv. Ja. Ja, ja, muss nicht immer Brot sein. Nee. Ist du auch so Fruchtzwerge so ohne Löffel? Hast du Fruchtzwerge so, dass du die so ausdrückst? So? Oder oh, es ist durch Unterdruck. Aber da muss man vorsichtig sein, da kann man sich auch übelst verschlucken. Das stimmt, ja. Und das will man nicht. Also wenn man vor allen Dingen mit dem Plastik das dann... nee, schon so. Also okay, und das... Und ja, so dieser Hunger, der keiner isst, immer so Appetit haben und immer denken so, oh, jetzt muss ich mir das Nächste... Obwohl eigentlich bin ich satt, aber ich habe irgendwie Bock zu gucken, was es gibt. Aber das kenne ich gut. Ja. Ja. Und man glaubt es kaum. So selbst, guck mal, ihr beiden habt schon gemeinsam dieses Thema. Und man glaubt es ja nicht. In der Welt der Popmusik, meine lieben ZuschauerInnen, gibt es keinen Song darüber. Ja. Kann man es glauben? Skandal. Bis heute. Die Melodie könnte euch bekannt vorkommen, aber der Text und das Thema ist sehr wichtig, gesellschaftsrelevant und kommt jetzt. Bitte sehr. Der ist voll. Doch warum stehe ich schon wieder vor ihm? Hab doch gar gefrühstückt wie im Film. Sehr viel. Das Essen war genug. Und ich bin doch eigentlich noch satt. Trotzdem will ich schon wieder einen Snack. Baby. Ich frage mich nur, ist der Hunger angemessen? Oder habe ich nur Lust auf Essen? Die Mittagspause ist doch bald. Ich will nur eine Kleinigkeit, die ich jetzt zwischen den Mahlzeiten nasch, ein Snack. Es dauert eine Ewigkeit bis zum nächsten Essen, wenn man Hunger hat. Ein Snack. Oh Mann, ey. Was musst du machen? Das ist immer so, man lädt sich so Leute ein, die seit 20 Jahren professionell singen, damit sehr erfolgreich sind. Und dann komme ich. Ich will nicht genervt werden am Telefon. Ja. Das ist für mich ein großes Problem. Ich bin aber auch sehr neugierig. Das heißt, wenn eine unbekannte Nummer anruft, die ich nicht kenne, dann will ich wissen, wer mich angerufen hat. Ja. Weil ich sofort denke, ich verpasse etwas oder es gibt riesen Ärger und ich kriege es zu spät mit. Das sind meine Probleme damit. Ja. Kennt ihr das? Klar. Dann gibt es allerlei so Tricks, wie man das dann trotzdem rauskriegt, wer das dann ist und so und wer vielleicht nicht. Und meistens stellt man immer fest, wenn man dann tatsächlich dem hinterhergeht, gibt es immer nur Ärger. Es gibt immer nur Ärger. Es ist noch nie was Gutes dabei rausgekommen. Und trotzdem kann ich meine Neugier nicht in den Griff kriegen. Und ich glaube, wenn ich dieses Lied jetzt gespielt habe und gesungen habe, dann ist das ein für alle Mal erledigt und ich kann weiterleben. Los geht's. Telefonieren macht mir echt Spaß. Ich melde mich mit Hallo oder Moini. Klingelt das Handy von die ich nicht kenn. Scheiße! Warte, nein! Halt! Ich muss nochmal! Weißt du, woran ich das einfach... Hör auf, das ist peinlich!
So, weißt du, was ich sage? Die ganze Zeit gefehlt. Ich war so, Saschas Blick zu uns, ne? Wie machen wir das jetzt? Wisst ihr, woran ich gemerkt habe, dass das alles scheiße ist? Woran denn? An Tim, am Schlagzeuger. Wenn Tim so eine Art Emotion im Gesicht hat, dann ist richtig was schiefgelaufen. Okay, also, was habe ich falsch gemacht? Ich habe zu früh gesungen oder sowas. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr habt halb so langsam gespielt. Das ist die Aufregung. War du warst nur so einen halben Takt schuld. Verrückt. Ja. Ja. Kannst du mir sagen, wenn ich anfangen soll zu singen? Ich gebe dir ein Zeichen. Ich sag, glaube ich, nicht mit Worten. Das ist ja, du kannst es auch mit Worten ruhig sagen. So, los geht's, Leute. Entschuldigung. Kann ja mal passieren, oder? Telefonieren macht mir echt Spaß. Ich meld mich mit Hallo oder Moini. Dann klingelt das Handy, Zahlen, die ich nicht kenn. Ich bin in Schockstarre. Wer ist das? Bis zum See hat Papa eine neue mobile Nummer. Ich speichere die Zahlen einfach ganz schnell und geh dann auf WhatsApp und schau mir dein Bild an. Es hatte eine Funktion. War gut. Es hatte eine ganz einfache Funktion. Ja. Es musste da raus. Ja. Ich habe nie behauptet, dass es schön wird. Ich habe gesagt, wir müssen da durch, wie durch einen Lockdown, meine Damen und Herren.